Moin Freunde und willkommen bei Fresh Poseidon, Reviews zum Thema Gaming Booster und willkommen zur neuesten Episode auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem Level Up Video und zwar haben wir heute in dieser Folge den Eistee Peach am Start und ich bin schon sehr gespannt, ob das Ganze schön Pfirsich, so ein richtig schönes Pfirsicharoma hat oder ob das Ganze eher so ein bisschen lasch ist. Das werden wir auf jeden Fall jetzt in dieser Folge rausfinden und bevor wir damit starten, wie immer zwei kleine Hinweise und zwar der erste Hinweis auf mein letztes Video, da hatten wir von Loot den Ultra Instinct am Start. Auf jeden Fall interessanter Name, interessante Dose gewesen, interessanter Geschmack gewesen mit einer Frucht, die ich noch nie in meinem Leben probiert habe. Leider habe ich den Namen vergessen, das habe ich in dem Video dazu leider auch nicht gesagt, was das für eine Sorte ist, also die Frucht. Ich habe den Namen, wie gesagt, vergessen. Das ist irgendwas ich glaube peruanisch war das. Irgendwas peruanisches gewesen. Auf jeden Fall eine Frucht, die ich so bisher noch bei keinem anderen Gaming-Booster-Anbieter gesehen habe. Wie gesagt, checkt das Video gerne einmal aus. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Und Hinweis Nummer 2, wenn ihr noch kein Abonnent von diesem wunderbaren Kanal seid, wird es auf jeden Fall jetzt Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Denn es werden auf diesem Kanal auf jeden Fall noch viele Videos und Reviews folgen, die man nicht verpassen sollte. Deswegen jetzt meinen Kanal abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer angezeigt bekommt, wenn ich auf diesem Kanal ein neues Video hochgeladen habe. Und gerne dürft ihr mir auch eure Meinung zum Eistee Peach in die Kommentare schreiben, wenn ihr ihn schon mal probiert habt. Schmeckt er euch nicht oder habt ihr irgendwie ein Wunschvideo zu einer bestimmten Sorte und Marke, dann schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass euch das Video gefallen hat. Und bevor wir jetzt mit dem Geschmackstest starten, habe ich noch was Kleines anzukündigen. Und zwar kriege ich jetzt die nächsten Tage wieder etwas zugeschickt. Welche Firma das ist, werde ich noch nicht verraten und welche Geschmacksrichtung natürlich auch nicht. Lasst euch auf jeden Fall gerne überraschen. Und natürlich werde ich da auch wieder meine ehrliche Meinung sagen, weil auf diesem Kanal gibt es immer nur meine ehrliche Meinung. Ich werde da jetzt nichts irgendwie beschönigen, nur weil ich es zugeschickt bekommen habe. Auf jeden Fall seid gespannt. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um das nächste Video nicht zu verpassen. Ja, wie gesagt, heute schauen wir uns einmal den Eistee Peach an. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf den Geschmack, ob das mehr so Richtung Krümel-Eistee geht oder ob das so ein richtig schönes Pfirsicharoma ist. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge zusammen rausfinden. Und ich werde das Ganze jetzt einmal vorbereiten. Hier ist der Eistee Peach, habe ich als Probe bekommen. Das war mit im Sample Pack und heute werden wir das Ganze einmal probieren. Ich bin auf jeden Fall schon echt gespannt. Ich warte auch eigentlich schon mega lange darauf, dieses Video zu machen. Nur bin ich irgendwie noch nie dazu gekommen und heute ist es endlich soweit. Riechen tut es auf jeden Fall schon wie ein typischer Pfirsicheistee, also das Aroma riecht so ein bisschen künstlich, wie man es halt auch vom Eistee kennt. Und ich bin echt mal gespannt, ob das wirklich so ein komplett eigener Pfirsichgeschmack ist oder ob der Geschmack dann tatsächlich irgendwie an einen bekannten Eistee erinnert. Wenn das Ganze jetzt erstmal schütteln und man sieht auch schon, wir haben hier eine richtig schöne Eisteefarbe. Ja, auf jeden Fall möchte ich auch in der Zeit einfach mal kurz was ansprechen, beziehungsweise würde ich dazu gerne mal eure Meinung hören. Falls ihr es schon mitbekommen habt, gibt es von Level Up bald eine Community Edition. Da konnte man sich zwischen 5 Geschmäckern entscheiden. Ich weiß jetzt nicht alle aus dem Kopf, ich weiß auf jeden Fall Traube, Minze, Zuckerwatte, Honig, Zitrone und Vanille. Irgendwas mit Ingwer und saure Apfelringe. Ich weiß nicht, ob ihr bei der Abstimmung schon mitgemacht habt, aber wenn ihr bei der Abstimmung mitgemacht habt, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, für welche Sorte habt ihr abgestimmt, wenn ihr das mir mitteilen würdet. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, wofür ihr abgestimmt habt oder für welchen Geschmack ihr da seid. Ich persönlich würde mich am meisten über saure Apfelringe freuen oder über, wofür ich auch abgestimmt habe, Honig, Vanille, Zitrone. Leider habe ich gesehen, dass diese Geschmacksrichtung relativ weit hinten liegt. Finde ich ein bisschen schade, weil das für mich persönlich eigentlich die interessanteste Variante war. Ich weiß auch, dass viele für Traube Minze abgestimmt haben. Also meine Meinung dazu ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man Minze in einem Gaming Booster haben möchte. Wie gesagt, die Geschmäcker sind ja verschieden, aber ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Schreibt mir gerne mal euren Favoriten davon in die Kommentare. Ich werde jetzt hier das Ganze mit kohlensäurehaltigem Wasser auffüllen. Ihr kennt es ja. Ich trinke meine Gaming Booster immer mit Kohlensäure. Ich mag es einfach nicht ohne. Ja, und wem das nicht passt, der muss halt woanders gucken. So, werde das Ganze jetzt einmal schließen. Dann werde ich es noch einmal kurz zeigen, wie das Ganze aussieht.
Also es erinnert tatsächlich von der Farbe her so ein bisschen an den Krümeleistee, den man als Kind getrunken hat. Habe ich hier überhaupt genug Wasser drin? Ja, ein bisschen mehr als 500. Sehr gut. Wenn wir mal den Geruchstest machen. Ja, es hat einen leichten Pfirsichgeruch. Also der Geruch ist jetzt nicht mehr so doll wie eben, aber wir werden jetzt mal das Ganze geschmacklich testen. Deswegen zum Wohl. Lecker. Schmeckt gut. Hat einen sehr schönen Pfirsichgeschmack. Erinnert mich so ein bisschen an den Krümeleistee, den ich als Kind immer getrunken habe. Da war es allerdings Zitrone. Aber trotzdem erinnert mich das so ein bisschen an den Geschmack. Wir hatten zwischendurch auch mal Pfirsich. Da fällt mir mal eine lustige Geschichte ein. Ich durfte den mir immer mit zur Schule nehmen. Also ich durfte mir dann immer ein bisschen Wasser. Da macht man ja den Krümeleistee da rein. Und ich sollte immer nur 2 Löffel da reinmachen, damit das halt nicht zu süß wird. Und dann habe ich immer gewartet, morgens, bis meine Mutter aus der Küche verschwunden ist. Und dann habe ich immer noch heimlich 1, 2 Löffel extra reingemacht, damit das Ganze dann ein bisschen Geschmack hat, weil sonst schmeckt es halt irgendwie nur nach Wasser. Ja, Mama, falls du es siehst, es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. Nein, Prost, wir werden noch mal einen Schluck uns hier gönnen. Also der Geschmack ist okay, schmeckt gut, hätte ruhig noch ein bisschen kräftiger sein können, aber es ist nicht zu süß, es hat einen leichten Pfirsichgeschmack, hätte aber trotzdem, finde ich, ein bisschen mehr Geschmack haben können. Trotzdem schmeckt er ganz gut, also ich trinke den doch jetzt ja, relativ gerne. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, nee, der geht gar nicht, könnte ich mir auch als Dose vorstellen. Gerade im Sommer mit schönen Eiswürfeln, die ich jetzt leider mal wieder nicht habe. Ja, ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe die Eiswürfel leider erst vor dem Video gemacht, weil mir einfiel, ey, du musst mal wieder Eiswürfel machen. Dafür habe ich aber im nächsten Video wieder welche. Also tut mir leid, dass ich keine Eiswürfel hatte. Aber so vom Ding her schmeckt es doch ganz gut. Erinnert mich ein bisschen an den Lipton Sparkling, falls ihr den kennt. Da gibt es ja den Geschmack Zitrone und Pfirsich. Und es schmeckt so ein bisschen wie der Pfirsich davon. Ist ja logisch, ist ja auch Pfirsich-Eistee. Ich benutze ja Kohlensäure, deswegen erinnert mich jetzt daran. Ich weiß jetzt nicht, wie das schmecken würde ohne Kohlensäure, aber so mit Kohlensäure erinnert mich das tatsächlich echt so ein bisschen an den Lipton Sparkling. Ja, doch, der Geschmack ist doch relativ ähnlich. Also ich meine, Eistee Peach ist ja tatsächlich auch eine Gaming-Booster-Sorte, die ist wirklich von fast jedem Anbieter gibt. Also ich kenne zumindest keinen Anbieter, der diese Sorte Iced Tea Peach nicht hat. Wird auf jeden Fall interessant, wenn wir in Zukunft dann mal den Iced Tea Peach von anderen Herstellern testen, welcher davon dann tatsächlich der beste ist. Wäre eigentlich auch ein interessantes Video. Einfach mal jeden Iced Tea Peach von jeder Marke testen und dann am Ende zu entscheiden, welcher ist der beste. Vielleicht mache ich das mal schauen. Aber so vom Ding her finde ich den Geschmack okay. Geschmack ist nicht zu intensiv, aber auch nicht zu lasch. Er ist nicht zu süß, aber auch nicht zu wenig süß. Hat einen, ja, auch einen angenehmen Geschmack. Hinterlässt auch einen angenehmen Geschmack im Mund. Also kann man auf jeden Fall gut trinken und ist eine Sorte, die ich jetzt gar nicht so verkehrt finde. Also als Dosenform finde ich es gar nicht so schlecht. Was ich aber nochmal ansprechen wollte, es passt jetzt nicht zum Video an sich. Aber es ist halt einfach etwas, was mir bei Level Up immer auffällt. Ich weiß nicht, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich geschüttelt habe. Aber mir ist halt aufgefallen, dass sich hier unten, wenn man den Level Up ein bisschen stehen lässt, dass sich hier unten immer so eine leichte Schicht bildet. Das ist mir bei anderen Herstellern bisher nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, warum das bei Level Up immer so ist. Ich meine, dann muss man das Ganze immer so einmal kurz ein bisschen schütteln, damit der Geschmack dann wieder voll da ist. Ist mir halt so aufgefallen. Ist euch das auch mal aufgefallen? Ist das auch bei euch so? Mache ich vielleicht irgendwas falsch, aber ich finde es halt irgendwie komisch. Das habe ich echt nur bei Level Up. Ja, aber vom Geschmack her finde ich den auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall eine Sorte, mit der man nichts falsch macht. Also wenn man auf Pfirsichgeschmack steht, dann ist das auf jeden Fall das Richtige. Nicht zu süß. Nicht zu wenig Geschmack kann man auf jeden Fall machen. Also von mir kriegt der Iced Tea Peach auf jeden Fall eine gute 8.
Auf jeden Fall ein angenehmer Geschmack. Macht man nichts mit verkehrt. Ja, mir gibt es eigentlich nichts zu sagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, im nächsten Video gibt es, ich weiß nicht, ob ich es im nächsten Video schon schaffe oder ob es erst im übernächsten Video sein wird. Wie gesagt, da wird es auf jeden Fall wieder eine neue Marke auf diesem Kanal geben. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt darauf, wie das Ganze schmecken wird, weil jede Marke hat ja auch irgendwie immer hier so ihren eigenen Geschmack. Und ja, wie gesagt, im nächsten Video oder übernächsten Video ist es dann soweit. Wieder eine neue Marke auf diesem Kanal. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Macht's gut. Peace.